Sophia Kleinherne, 17 Jahre jung, vertrat in ihrem dritten Bundesligaspiel Innenverteidigerin Laura Störzel, die mit einem Wadenbeinbruch draußen bleiben musste. Sie bekam also wieder das Vertrauen von ihrem Trainer Nico Arnautis in der Heimpartie gegen die TSG Hoffenheim, die den besseren Start erwischte in diese Partie. Eckball von Breitner und Kopfball Tamadongus. Aber kein Problem für Desiree Schumann. Dann nur 8 Minuten später die nächste Möglichkeit für die TSG. Diesmal die Zwillingsschwester von Tamar Dongus, nämlich Fabienne. Hier eingesetzt von Isabella Hartig, alleine vor Schumann, aber verzieht am linken Pfosten vorbei. In der ersten Halbzeit Hoffenheim das bessere Team. Sie setzten Frankfurt immer wieder unter Druck im Spielaufbau, sodass die bis zur 41. Minute nicht eine einzige Torschuss hatten. Dann aber mit Jackie Grönen und Sophie Schmidt mal wenigstens zu einem Abschluss kamen. Dann war allerdings auch schon Halbzeit in Frankfurt. Hoffenheim-Coach Jürgen Ehrmann konnte sehr zufrieden sein mit der ersten Halbzeit seiner Mannschaft. In der zweiten Halbzeit zunächst das gleiche Bild. Wieder gutes Offensivpressing der Hoffenheimerinnen. Und dann geht's über Dongus raus auf die rechte Seite. Und am zweiten Pfosten wartet Nicole Biller. Die österreichische Nationalspielerin kommt hier knapp nicht an die Kugel. In der Zeitlupe sehen wir es nochmal. Da fehlt ihr ein Schritt zum Abschluss. Dann endlich mal was von den Frankfurterinnen. 57. Minute. Es geht über rechts mit Zipgor Norcevic, die schweizerische Nationalspielerin. Wunderbar vorbei an zwei Gegenspielerinnen. Dann sieht sie auch noch Pavolek und die behält auch noch die Übersicht. Da ist Grönen. 1-0 für die Frankfurterinnen. Jackie Grönen mit ihrem vierten Saisontor. Wunderbar eingeleitet von Zipgor Norcevic, die hier Pavolek sieht. Und die nicht einfach blind aufs Tor, sondern mit der guten Übersicht für die niederländische Europameisterin Jackie Grönen. Frankfurt jetzt besser in der Partie. Frankfurt jetzt mit mehr Torchancen. Hoffenheim baute arg ab in der zweiten Halbzeit. 67. Minute. Dieser Rückpass zu Friederike Abt. Na, der verspringt dann der Ball leicht und so entwickelt sich diese Chance über Katrin Hendrich. Kriegt den Ball hier nochmal zurück und dann will sie es zu genau machen. Fast wäre dieser verunglückte Befreiungsschlag von Friederike Abt bestraft worden. Lag ein bisschen am Boden, da rutschte sie auch noch weg. Und Katrin Hendrich wollte den dann genau ins kurze Kreuzeck zimmern. Gelang ihr ganz knapp nicht. 71. Minute, Freistoß Frankfurt, Yokoyama oder Pavolek. Pavolek und der ist drin. 2-0 für die Gastgeberinnen durch Tanja Pavolek. Vor kurzem hat sie erst ihren Vertrag verlängert beim ersten FFC Frankfurt. Das hier ist ihr zweites Saisontor und das wird ermöglicht, weil Kapitänin Marit Priessen die Beine aufmacht in dieser Situation. 79. Minute, was eigentlich mit Sophia Kleinherne? Hier, tolle Grätsche bei einer der wenigen Angriffsbemühungen der Hoffenheimerinnen in der zweiten Halbzeit. Und hier beim Freistoß und eine Abseitsfalle, die Ball total in die Hose ging, aber aus der dann die Frankfurterinnen nichts machen konnten. Kuriose Szene hier von seiner Mannschaft, der Mannschaft von Jürgen Ehrmann. 84. Minute, einen haben wir noch für die Frankfurterinnen und zwar mit Zirko Norcevic, die leitet ihre Torchance selbst ein, aber scheitert dann an Friederike Abt. Da hätte sie natürlich mehr draus machen müssen, war aber in dem Fall wurscht, denn der Heimsieg stand für den ersten FFC Frankfurt. 2-0 besiegen sie die Hoffenheimerinnen und klettern in der Tabelle einen Platz nach oben. Hoffenheim bleibt stecken im Mittelfeld der Allianz Frauen Bundesliga.